aus. Start frei. So, die Pferde ordnen sich ein zum Preis von Salon Provence. Viertes Rennen mit der Startnummer 1 Esprit d'Albini, Kilian Bulls, Flaming Glory, die 2 Mario van Doje, Wert, Andy Weiss, die 3 Jan Theis, die Jau, Giorgio Bali, die 4 Tom Käumer, Mars Feines, die 5 Michael Lipschick, Villeneuve, die 6 Tim Schwaber, Messi Asla, die 7 Daniel Kloos, James Mokko, die 8 Tom Carton, Kissing Diamond, die 9 Danny Doppelden, Kels Joan, die 10 Jochen Holtschuh, Felten Isabel, die 11 Simon Wautstra und die 12 Ivanhoe, Madrig und Robin Bott, 100 Meter bis zur Startmarke. Und das war dann jetzt auch der Start. Und wie man hier Flaming Glory kennt, stürmt die Stute sofort an die Spitze, als würde es kein Morgen mehr geben. Und Flaming Glory jetzt bereits mit 3, 4, 5 Längen voraus. Erster Verfolger dahinter dann, mal sich Flaming Glory vorne behaupten, bleibt hier in Front dahinter. Da ist es dann jetzt James Mokko, der packte in der zweiten Position ein, ging vorbei an Mars Feines, dann Esprit d'Albini. Dahinter ist dann auch Felten Isabel zur Stelle und die erste Durchgangszeit, die uns hier angezeigt wird, die kann natürlich einfach nicht stimmen. 32,2, das stimmt nicht. Es geht am Ziel vorbei, eine Runde hat das Feld dann noch zurückzulegen. Flaming Glory bleibt hier in Front dahinter. Bleibt dann in zweiter Position James Mokko, gefolgt dann von Mars Feines an der Außenseite. Da setzt dann Felten Isabel nach, liegt hier in der vierten Position. Dann ist es weg. Letzte Ecke erreicht mit James Mokko. Außen ist es dann Handy Wise. Felten Isabel bleibt innen zur Stelle und dahinter versucht dann auch Villeneuve nachzusetzen, Mitte der Bahn. Aber vorne ist es hier derzeit an der Spitze James Mokko. An der Außenseite kommt Villeneuve nochmal dazu, zwischen den Pferden dann auch Handy Weiß, aber vorne ist James Mokko fit and well beim ersten Jahresstart. Villeneuve dahinter in der Zweiter vorbei an Handy Weiß. Er bleibt besser sitzen. Er ist nicht ganz so einfach, aber herzlichen Glückwunsch, Tom. Dankeschön. Er ist ein spezieller Bursche, aber kann auch schnell laufen. Er kann schnell laufen und ich bin total überrascht. Ich hatte ja auch in der Vorschau geschrieben, James Mokko eigentlich ein Siegkandidat. Allerdings die Pause mahnt etwas zur Vorsicht. Aber was ich hier heute gesehen habe, nach 10 Monaten ja, Startunterbrechung und ein Probelauf, das war bärenstark. War wirklich bärenstark. Ich bin selber überrascht. War gar nicht der Plan, ihn so einzusetzen. Aber er hat sich so leicht getan, mit den Ohren gespielt auf der Überseite. Im letzten Moment war ich die Hände so voll, ich habe nichts gezogen. Und ich habe nur die Leine hingelegt. Jetzt hast du gestern 2 Rennen in Hamburg gewonnen und heute gegen die Profis. Was ist denn ein schöneres Glücksgefühl? Ah, jeder Sieg ist schön, aber gegen die Profis ist was Besonderes. Aber alle Siege sind toll. Das war Sieg Nummer 13. Ja, das ist eine stolze Quote, bin ich stolz drauf. Ja, im Jahr 2023, also. Vielleicht zeichnet sich ja der Weg zum Championat ab. Das stimmt, der Sieg heute zählt ja leider nicht dazu, aber man guckt mit einem Auge drauf. Aber wichtig ist, dass die Pferde gesund bleiben, die Leistung bringen und der Rest kommt von allein, denke ich. Der Rest kommt von allein. Einmal bitte Ihren freundlichen Applaus für Tom Carton und James Mokko aus dem Besitz des Stalles Landsgefühl, trainiert von Wolfgang Rimczyk.